Neben der Beschaffung führt aber auch häufig das Management der Lizenzen zu Problemen. Wie häufig kommt es denn vor, dass Unternehmen mehr Software einsetzt, als es wirklich lizenziert hat? Sagen wir es mal so, jedes Mal, wenn die BSA eine Überprüfung eines Unternehmens durchführt, finden wir auch Unterlizenzierungen. Wie kommen Sie überhaupt an diese Informationen? Woher wissen Sie, dass Sie da eine Untersuchung durchführen müssen oder wollen? Die BSA erhält täglich Hinweise auf Unternehmen, die illegal Software einsetzen, mit Software ohne der ausreichenden Lizenz arbeiten. Wir prüfen jeden Fall natürlich ganz genau, kein Fall gleich dem anderen, und schauen uns dann sozusagen an, wie dieses Unternehmen auch in diese Schieflage geraten ist. In einigen Fällen wenden wir uns dann direkt an das Unternehmen und versuchen, die Situation zu lösen, auf einem kleinen Dienstweg sozusagen. Aber in den anderen erwirken wir eine einstweilige Verfügung mit unseren Anwälten. Und dann wird eine unangekündigte Durchsuchung dieses Unternehmens angeordnet, in der dann der Bestand der Installation, der Softwareinstallation mit den tatsächlich vorhandenen Lizenzen ins Verhältnis gesetzt wird. Und wenn wir dann natürlich eine Diskrepanz sehen, dann werden Schadenersatzklagen fällig und das Unternehmen muss die Konsequenzen tragen.